ein Talent haben wir noch für euch. Hier ist nochmal aus Berlin, Felix Lobrecht. Nightwash. Danke. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Opener, den ich eigentlich geplant hatte, muss leider aus Brandschutzgründen entfallen. Ich sag nur so viel. Ging um 3 Freiwillige aus dem Publikum und größere Feuerwerkskörper aus der Tschechei. Aber gut. Ich sage euch jetzt als erstes, was ich meinen Lehrern in meiner mündlichen Abiturprüfung damals auch als erstes gesagt habe. Ich habe jetzt nicht direkt was vorbereitet. Aber wenn wir hier alle an einem Strang ziehen, dann kriegen wir die Zeit schon rum. Ja, meine Abiturprüfungen waren wie meine körperbetonten T-Shirts. Spannend. Aber was soll ich sagen? Ich habe dann auch bestanden im 4. Anlauf. Ja, meine Lehrer waren nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber ich bin auch in Berlin zur Schule gegangen. Ja. Das, was man bei uns Lehrer nennt, heißt im Rest der Republik abgebrochene Ausbildung zum Juristbauer. Auf jeden Fall für die Zukunft gerüstet. Ja, inhaltlich ist nicht Fülle hängen geblieben. Wir hatten auch nicht so viel Unterricht, ja. Meine Lehrer kamen häufig zu spät. Oder gar nicht. Wenn sie mal wieder ganz klassisch beim Vorsaufen im Lehrerzimmer versackt sind. Und dann standen sie da wankend und lallend vor der Klasse. Waren oft besoffen. Ich kann's verstehen. Ja. Ich bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen und zur Schule gegangen. Für diejenigen von euch, die Neukölln nicht kennen, gegen Neukölln ist Chorweiler Monaco. Na, jedenfalls, wenn ich in Neukölln unterrichten müsste, ja, dann würde ich auch Korn ohne Flakes frühstücken. Gibt es bis hierher Fragen? Gut, dann mache ich es jetzt wie Mustang-Besitzer und fahre fort. Ja, ich habe dann, bevor ich angefangen habe zu studieren, erstmal ein bisschen gejobbt. Ja. Und wenn ich in meinen wirklich vielen Nebenjobs eine elementare Sache über mich gelernt habe, dann das. Ich habe eine saumäßige Arbeitsmoral. Es gibt ja so Mitarbeiter, bei denen kannst du dir sicher sein, die stehen 10 Minuten vor Schichtbeginn auf der Matte, die haben was an, die geben immer 150%. Und dann gibt es so Mitarbeiter wie mich, bei denen man sich freut, wenn sie während der
Arbeitszeit einfach nur nichts Größeres in Brand stecken. Oder wenn, zumindest selbstständig die Feuerwehr rufen. Oder wenn nicht, wenigstens mal vorne im Laden Bescheid sagen, dass es brennt. Nee. Meine Chefs wussten teilweise auch ja nicht, wo ich mich während der Arbeitszeit eigentlich aufhalte. Ich war spazieren. Oder hab eine Radtour gemacht. Ich hab neue Hobbys ausprobiert. Ich dachte mir, Bumerang werfen. Wär da mal was Neues. Ich hab mir dann auch einen Bumerang gekauft. Ab auf die Wiese damit. In mal geworfen. Weg. Hat mir keinen Spaß gemacht. Dankeschön. Felix Lobrecht! Aus Berlin, Felix Lobrecht!